Moin! Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe. Was war das denn? Zur Freitagsausgabe. Let's Play. Irgendwas hast du nicht gesehen. Und wir sind dabei, unser Lager zu räumen. Von Wurst. Weil es im Moment noch gute Preise für Wurst gibt. Und bevor ich mich da weiter drum kümmere, gehe ich jetzt mal aufs Hopfenfeld. Nee, doch nicht. Ich dachte. Ja, ist ja gut. Ich merke ja, dass ich störe. Hätte ich ja auch rüberlatschen können eben. Nein, wir bringen nochmal eben schnell ein bisschen. Wir verkaufen auch gerade schon Wurst beim Stadion und bringen da noch ein bisschen mehr hin. Kann ja nicht schaden. Ein bisschen Geld. Weil wir kriegen im Moment irgendwie pro Palette 45.000. Das heißt, allein das hier sind schon über 1 Million, die wir kriegen. Und das ist ja. Das kann sich sehen lassen, finde ich. Ich fahre mal hier wieder schön übers Stoppelfeld. Ist ja mein Feld, da kann man das ja mal machen. Ja, also diese Ernte, die wird auch noch uns ein bisschen beschäftigen. Ich meine, heute ist der, das ist heute der 5. Oktober. In 46 Tagen. Das sind keine 7 Wochen mehr. Kommt LS19 raus. 7 Wochen, das sind noch 63 Folgen. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir denn hier jetzt am dümmsten unsere Ernte platzieren. Unser. So. Jetzt sollen sie uns wohl nie wieder nach Wurst fragen. Sehr schön. Muss ich mich gleich mal ein bisschen um die Wasserversorgung kümmern? Da laufen wir doch bestimmt jetzt mit dem, was wir da verkaufen, locker über 3 Millionen. Können wir uns schon wieder das nächste Feld kaufen. Danke. Halt. Dim, dim, dim. Sieht's ja mit Kohle aus. Geld für Stahlpaletten, ja, ist noch da. So, jetzt will ich mal eben gucken.
wir denn hier noch brauchen? Ja, den Bau. Zehnmal Zement. Wie viel Zement steht hier? Zweimal Zement steht hier. Das sind 20.000. Ich weiß es nicht. Ich bringe jetzt beide hierher. Fertig. Ich bringe jetzt das beides zum Hof, damit das Schleppdach endlich fertig gebaut wird. Weiß man noch nicht, wofür ich das brauche, aber dann haben wir es. Ja, um den Class Axion kümmere ich mich dann gleich, wenn ich am Hof bin. Ruckels. Hatte gehofft, dass es besser wird. Aber habe ich mich wohl vertan. Vertan, vertan, sprach der Hahn. Du stehst aber auch mal voll im Weg. Du stehst auch nicht viel besser da. Mich gleich um die Quälgeister da vorher. Fahr ich. Was hat er denn heute, ey? Ich weiß es nicht. Stell dich jetzt nicht wieder mitten in die Frucht, du Honk. Kannst ja absehen, dass da der Drescher lang muss. So. Das Spiel, Geld läuft noch. 2 Millionen jetzt überschritten. Sehr schön. Was wollte ich denn jetzt? Kann mir erstmal irgendjemand sagen? Er da. Schon wieder da oben. Gucken, ob er jetzt mal da unten stehen bleibt. Wie spät war das? 11:45 Uhr. Ja, noch nicht spät genug.
In der nächsten Folge ist dann endlich die Wasserversorgung für die Rinder und sowas fertig. Ah, Wasserversorgung. Haha, jetzt wo wir davon reden. Jetzt fällt es mir wieder ein. Was ich vorhatte. Jetzt fällt es mir wieder ein. Also, das Fahrwerk von dem hier habe ich ja etwas angepasst und verbessert. Ich finde, es ist immer noch nicht perfekt. Aber ich finde, es ist schon deutlich besser geworden. Und jetzt holen wir uns mal... Ich weiß auch nicht, was ich da sonst noch machen soll. Ist auch noch voll Milch. Ja, ihr seht, es ist... Aber 100.000 Liter ist mal eben auch 100.000 Liter, ne? Da ist auch nicht mit zu spaßen. Das gibt's in echt nicht. Also echte Auflieger haben ein Drittel davon. Und deshalb geht er hier einfach mal tierisch in die Knie hinten. Ich habe schon an der Federsteifigkeit und so geschraubt. Aber es gibt dafür leider auch keine so wirklich vernünftige Dokumentation. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es denn schon besser geworden ist. Vom Fahrverhalten her. Oder nicht. Es haben ja auch einige gesagt, die Bremsen müssen verbessert werden von der Zugmaschine. Der bremst zu abrupt. Wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich hier 100.000 Liter hinten dran habe, dann kann ich aber nicht sagen, dass der abrupt bremst. So. 300.000 passen da nur rein. Ne? Oh Mist. Fahren wir weiter zum... zur Käserei. Na, gucken wir mal, wofür gibt's das hier? Käserei. Milch, ja gut, kriegen wir los. Sehr schön. Erst bringen wir den hier aber zum Hof. Der muss nicht schon wieder da oben hinfahren. Das macht keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Ah, das Schleppdach hier ist schon nice. Dass jemand fertig gebaut ist. So. Also ich habe verschiedene Sachen. Also erstmal war das Problem ja, dass das vom Antrieb was nicht steckt, nicht stimmte. Das habe ich gefixt. Er hatte nur die vordere Achse angetrieben von den beiden Hinterachsen. Deshalb hatte ich dann ja die vordere Achse etwas tiefer gesetzt als die hintere, damit die besser Grip hat. Da war dann das Problem,
Dass der dann vorne ja einfach mal hochging, wenn ich hier so ein 100.000 Liter Fass rangemacht habe. Dann habe ich die auf das gleiche Level gesetzt wie die Hinterachse. Weil ich dann rausgefunden habe, wie ich die angetrieben bekomme. Das funktioniert auch. Und dann habe ich erstmal mit der Federsteifigkeit ein bisschen rumgespielt. Und ich habe noch die Sattelplatte ein ganz leichtes Stück nach vorne geschoben. Naja. Gucken wir mal. So, also ich komme jetzt hier mit, naja, es sind nicht mehr 100.000, sondern 60.000. Dann komme ich bestens um die Kurven. Wir haben bei 100.000. Ich weiß noch nicht, wie ich das wegkriege. Auf jeden Fall, ihr habt es gehört, Zeit ist um. Heute ist, warte mal. Heute ist Donnerstag. Ist heute Donnerstag? Ist heute erst Donnerstag? Echt? Naja gut, dann ist heute Donnerstag. Okay, morgen ganz normal, 10 Uhr eine Folge, kein Livestream morgen. Bis dann, ciao.